Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von Playageddon. Wie man am Titel sieht, Challenge beginnen. Wir haben heute eine Pokéjagd gegen den Clan von Dennis gestartet. Wir gucken mal ganz kurz in seinen Clan rein. Die haben eine nette Nachricht da für mich hinterlassen, was total nett ist. Da. Ich glaube, eins. Okay. Hier. Offiziell Clan von MediaTV. Abratos, Achtung, passender Base. Go Wipe oder Drachen 3. Freundlich sein und immer spenden, was gefordert ist. Halte dich an die Regeln. Kincarnation for Life. Lappen get on, ready to lose. Ja, also das war die Kampfansage. Mal gucken, was sie so. Schlecht, also wir werden gewinnen. Die werden nicht angeben, aber wir werden hart rasieren, schätze ich mal. Ich gehe heute Abend noch auf Silber 1. Ja, das ist sehr gut. Eine Woche wird die Challenge gehen. Worin besteht die Challenge? Das werde ich jetzt erstmal erklären. Und zwar, wie man sieht, haben wir. Okay, ist schon ein bisschen gestiegen. Der Anfangswert ab 8 Uhr ist die Challenge gestartet. 12.088 Pokale waren es insgesamt. Na, die Hälfte. Also insgesamt 14.176, wenn ich mich nicht ganz irre. Und 38 Member waren wir. Heißt, wenn man, wir so rechnen jetzt 24.000 geteilt durch. Hast du eine E-Mail, wo man Videos senden kann? Ja, siehe Kanal. Info, doch, doch. Ich glaube, wir werden mal ganz kurz zum Taschenrechner wechseln. Da wären wir schon im Taschenrechner. Wir wären erstmal 12.088 mal 2, aber es müsste eigentlich. Nee, mal. Dankeschön. Ja, okay, ich hatte recht. Okay, und das werden wir jetzt geteilt durch 38 rechnen. Also der Durchschnitt, Poki-Durchschnitt vorhin war im Clan 636. Das werden wir jetzt mit Videobeweis aufhalten. Und Ziel ist es darin, jetzt einen höheren Durchschnitt zu bekommen. Wir haben eine Woche Zeit bis nächste Woche Dienstag um 20 Uhr. Yep. Yep. Das heißt, je höher der Durchschnitt, desto besser. Sagen wir mal, wir haben nächste Woche einen Durchschnitt von, keine Ahnung, 2000. Dann beträgt die Differenz 1400. Und diese Differenz entscheidet, wer gewinnt oder wer verliert. Ich glaube, das war eigentlich deutlich genug zu verstehen am Beispiel. Ich hoffe es zumindest. Wie soll ich sonst leichter erklären? Das müsste eigentlich verständlich sein. Wenn nicht, schreibt es unten in die Kommentare rein, falls ihr noch nicht verstanden habt. Auf jeden Fall, irgendwer hatte mal mir in dem Chat geschrieben, ob wir mal eine Challenge gegen den Clan von Dennis machen sollen. Beziehungsweise können. Ich habe ihn gefragt. Er war wohl in diesem Moment nicht mit seinen Pornos oder der weiteren beschäftigt. Und konnte mir direkt antworten. Und guck mal, wie lange wir Gegner suchen müssen. Nach dem letzten COC-Update findet man ja beinahe nur noch Rathausstufen auf dem gleichen Level. Deswegen müssen wir so lange suchen, weil hier in Bronze 1 kaum welche in meiner Rathausstufe sind. Hier können wir direkt so ein Rathaus snaggeln. 28 Pokale. Ich werde mir nur das Rathaus mit snaggeln. In der heutigen Folge werden wir ein bisschen angreifen und ein bisschen Pokale sammeln. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Thomas, was hast du denn für Ziel? Also ich werde versuchen, im Meister mindestens zu gehen und Champion müssen wir gucken, ob ich das in einer Woche schaffe. Allerdings schreiben wir keine Tests mehr und zwei Wochen sind schon Sommerferien. Ja, wir sind Glückspilze. Ich glaube, der liebe Clash Games hatte irgendwie gesagt, dass er erst nächsten Monat oder so Ferien hat. Schlecht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall werden wir bis dahin versuchen, einiges zu holen in einer Woche. Wie gesagt, also vielleicht schaffe ich es in Champion. Wäre natürlich der Oberhammer, dann würde ich auch 3000 Juwelen bekommen. Davon würde ich mir erstmal alles gemmen. Nee, Spaß. Ich werde die Juwelen natürlich nur für gute Zwecke benutzen. So. Die Armeelager sind wieder voll. Wir werden weiter angreifen gehen und gucken, wie wir das alles gestalten können. Im Übrigen, falls ihr Dennis MediaTV noch nicht kennt, ganz oben ist in der Beschreibung ist der Link, wo ihr mal vorbeischauen könnt. Er lädt immer frische Videos hoch. Von COC täglich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, also ich glaube, diese Base ist total auf unserem Level und ich glaube, wir werden auch 100% holen. Also ich bin mir da felsenfest, ich bin mir so sicher, dass wir hier alles holen werden. Ich werde erstmal das Rathaus snaggeln. Oh, ich will doch gar nicht aufgeben. Drück mir auf Abbrechen. Ja, komm. Komm. Hol dir das Rathaus. Hol dir das Rathaus. Ups, auf OK gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte natürlich mit der Queen die ganze Base plätten. War gerade nur ein Ablenkungsmanöver. Und ich bin aus Versehen auf OK gedrückt. Also, verzeiht mir nicht. Verzeiht mir nicht. Was?
gut gelaunt. Ich habe gerade die E3 von Nintendo geguckt. Naja, da bin ich nicht so gut gelaunt. Da waren nicht so die pornösesten Spiele. Aber nun gut, sie wollten mir das Animal Crossing nicht geben. Ich habe sie im Mario Kart Video gewarnt, dass ich die jetzt stürmen werde und das werde ich auch machen. Aber es ist interessant anzuschauen, dass die Glocke so lange, dass die Lupe da so lange suchen muss hier unten. Was passiert eigentlich, wenn man mit Rathaus Level 4 in Champion geht? Vielleicht weiß das einer von euch, vielleicht hat es einer von euch ausprobiert. Findet man auch nur Rathaus Level 4er oder was findet man da? Ich will mal was ausprobieren, so ein YOLO-Fight. Werden wir mit den Helden die Base plätten können? Das würde mich mal interessieren. Der Barbarenkönig tankt schon mal super. Ich glaube, das werden 2 Sterne mindestens. Wir sind hier total im CW-Feeling. CW im Übrigen, falls ihr euch fragt, CW werden wir jetzt eine Woche lang aussetzen. Ich glaube, das ist relativ logisch in der Pokéjagd. Da kann man wohl kaum noch im CW angreifen für die starken Trupskis. Ich habe noch einen Golem in meiner Klarenburg. Leider habe ich den zu spät bekommen. Habe ich leider nicht mehr von meinem Angriff bekommen, aber ist ja nicht schlimm. Kann dann nachts irgendwie mal tanken oder sowas in der Art. Den Barbarenkönig werden wir jetzt zünden. War jetzt ein bisschen dumm von mir, die Queen so, ja, zu verschwenden, beziehungsweise den König, aber vielleicht holen wir hier noch was. Ich will jetzt auch meine Barbaren und Bogenschützen nicht setzen für diese Puppy-Base. Zünden und beenden. Okay, 12 Pokale haben wir geholt. Im Übrigen können wir jetzt die Poki-Base einschalten. Ich habe hier eine. Das ist die nicht. Hier, das ist die. Layout anpassen, abbrechen, aktivieren wollte ich drücken. WhatsApp, interessiert mich gerade nicht. Das ist meine Pokébase, ich kann die wirklich nur empfehlen. Die ist der Hammer. Im Übrigen können wir noch eine Mauer auf 8 upgraden, beziehungsweise von 7 auf 8. Ich suche die gerade. Ui, das ist eine gute Frage. Wir können hier mal ganz kurz gucken. Als kleinen Beweis, dass ich nur noch eine Mauer upgraden muss. Hier ist die. Sexy. Und dann müssen wir nur noch alle Mauern auf 9 machen. Dann gehe ich auf Rathaus Level 9. Das wird ein total geiles Feeling, wenn ich dann so auf Rathaus Level 9 bin. Boah, ich freue mich jetzt schon so hart darauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich werde euch gleich mal Verteidigung zeigen, weil mir... Ist das Loot? Das ist sogar ein bisschen Loot, ne? Wenn wir uns Loot hier unten snaggeln können, das ist natürlich geil. Loot und ein paar Pokale 32 werden wir hier unten auch gebrauchen können, denn ja... Die Pokale hier zu sammeln. Man kann hier eigentlich gar nicht unten bleiben, weil man immer Verteidigung gewinnt. Ich war vorhin 5 Minuten offline und wurde um die 7 Mal angegriffen. Die haben nur das Dunkle gesnaggelt und noch andere Sachen. Also ja. Also mit Blitzzauber Level 1 so ganz putzig. Da muss ich auch ein bisschen kichern, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir versuchen jetzt das Rathaus zu snaggeln. Ja, das schaffen wir. Sind hier irgendwo noch Bauhütten außen? Ne, das läuft. Da können wir noch die Queen setzen. Wieso auch nicht? Die Base haben wir schön geplättet. Ich glaube, das war auch ein schwieriger Fight. Ich bin eigentlich schon relativ stolz darauf, dass wir diese Base geschafft haben. Aber ob wir die 100% schaffen, ja, mag ich zu bezweifeln. Wenn man von Ironie sterben könnte, wäre ich schon 500.000 Mal gestorben. So. Jetzt haben wir noch einen Bogenschützenturm hier. Mal gucken, was er reißen wird. Die ganzen Bogenschützen tanken. Aber ich glaube nicht, dass meine Bogenschützen Queen Schaden nimmt. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas Unerwartetes. Und das war ein Overkiller, viel zu viele Truppskis gesetzt. Aber das ist ja jetzt egal. Und können wir noch einen angreifen? Geil. Wir gucken uns mal die Wiederholung an, was die da unten so finden. Ja genau, da findet der 900k-Rating fast. Der 850k-Rating. Boah, Alter, das will ich auch mal finden. Ich wette, jetzt finde ich eins, weil ich so viele, so wenig Truppen dabei habe. Ich wette jetzt 500 Euro drauf. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, ich wette einen Barsch drauf. Nee, 500 Euro, Euro, Leuro, Euro, Feuro. Ich mache ein Feuer, wenn der kein Loot hat und der hat nicht besonders hohen Loot. Wenn wir ehrlich sind. Biflix YouTube hat den Clan verlassen. Oh. Lieber Biflix, du hast uns jetzt großen Schaden gemacht. Eieieiei. Egal, jetzt sind wir nur 37, aber ich muss trotzdem durch 38 teilen, glaube ich zumindest. Muss, Dennis, falls du das Video siehst, schreib mir unten in die Kommentare rein, was wir tun müssen, wenn dies der Fall ist. Wenn wir uns so das Rad snaggeln, dann würde ich auch sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch gefällt es mal, wenn wir eine Challenge gegen andere Clans machen, beziehungsweise das wäre die allererste Challenge hier mit einem anderen Clan. Natürlich ist die noch nicht zu Ende. Die Auswertung wird nächste Woche Sonntag kommen, Mittwoch.
Sonntag wird noch ein kleines Zwischenvideo kommen, wie es momentan steht, wie es bei Kinn, Kuh, Lappen aussieht und wie viele Pokale wir geschafft haben, ob wir schon alle in Champion sind und schon 5000 Pokale haben. Yo! Also bitte die Ironie in der ganzen Folge mit Spaß nehmen, ne? Also das ist nicht mein Ernst. Im Übrigen, ich habe hier den Lava-Hound irgendwie irgendwo hier geupgradet. Ich habe mir gedacht, für die Pokéjagd will ich meinen Barbarenkönig nicht upgraden. Deswegen habe ich den Lava-Hound gestartet auf 2. Ich glaube, das ist auch relativ nice. Also kann man nicht drüber meckern, finde ich. Dann habe ich den Lava-Hound schon mal auf Max und kann nur noch die Valkyren upgraden. Und damit würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr öfters sowas sehen wollt, eine Challenge gegen einen anderen Clan, ja, vielleicht kann ich sowas organisieren oder so. Ich versuche es zumindest, wenn die Challenge vorbei ist, vielleicht in ein, zwei Monaten mal wieder irgend sowas aufzutreiben. Also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Tschüss.